Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV. Steffen Haas, am Samstag geht's nach Offenbach auf den Biberer Berg. Du hast von 2008 bis 2011 dort gespielt, 94 Einsätze, 12 Tore. Mit welchen Gefühlen geht's für dich zurück? Ja, ich freue mich natürlich auf den Biberer Berg. Ich freue mich auf alte Kollegen, auf die ich treffe. Und ja, ist schon ein besonderes Spiel für mich, weil ich drei sehr schöne Jahre dort hatte. Und trotzdem wollen wir aber die drei Punkte mit nach Karlsruhe nehmen und gehen das Spiel wie die letzten beiden Spiele an, wo wir mit einer soliden Defensive dann die drei Punkte geholt haben. Mannschaften und auch Vereine verändern sich ja auch personell. Der eine geht, der andere kommt. Wie viele von denen, die du kanntest, sind denn noch da? Überwiegend kenne ich noch die Leute aus dem Trainer- und Betreuerstab, aus der Mannschaft jetzt nicht mehr so viele, es ist glaube ich noch 5 Stück an der Zahl, weil nachdem ich gegangen bin, gab es einen kleinen Umbruch. Sie haben die Ziele anders gesetzt und von daher sind nur noch 5, 6 Spieler da, die ich in meiner Zeit noch da kannte. Du hast die zuletzt erfolgreich absolvierten Spiele angesprochen, ein Unentschieden, 2 Siege, 3 Spiele jetzt ohne Gegentor. Wird es auf die Defensive vor allem ankommen? Erstmal, ja klar, wir wollen hinten wieder zu Null spielen, das haben wir in den letzten beiden Spielen oder in den letzten 3 Spielen gut bewiesen und dann hoffen wir oder sind wir überzeugt, dass wir vorne 1 mindestens machen und dann fahren wir mit 3 Punkten wieder nach Karlsruhe. Wagen wir einen kleinen Ausblick, auch wenn es natürlich gilt, von Spiel zu Spiel zu denken. Ihr habt jetzt einen Auswärtsauftritt in Offenbach, dann 2 Heimspiele binnen 5 Tagen. Da sehen viele die Möglichkeit, nach oben aufzuschließen, ihr auch? Ja, wir schauen jetzt erstmal von Spiel zu Spiel. Wir wollen am Samstag 3 Punkte holen. Danach haben wir 2 Heimspiele gegen Burghausen und Erfurt. Und da nutzt nichts, wenn wir jetzt über die Zukunft philosophieren. Wir wollen am Samstag 3 Punkte holen. Und dann bereiten wir uns wieder aufs nächste Heimspiel gegen Burghausen vor. Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV.